Susanne! Moin Wiebke! Na, was machst du denn hier? Ich kontrolliere gerade die Arbeitstiefe vom Grubber. Wie bereits angekündigt, haben wir uns jetzt auch nochmal eine Getreidestoffel in unseren jeweiligen Regionen angeschaut. Und Nane, was hast du da so gesehen? Wie sieht es im Loch aus? Dazu gucken wir jetzt hier einmal rein und schauen uns zunächst die Bodenschicht hier unten an. Hier sehen wir, dass das die Bodenschicht ist, die wir auf ungefähr 30 cm, also auf Spatentiefe, vorfinden. Und wir sehen hier, dass diese Bodenschicht relativ fest ist. Dann kommt mit dem Messer auch mit hohem Kraftaufwand nur wenig in diese Schicht rein. Das ist hier ein klassischer Bearbeitungshorizont. Wir sehen aber auch trotzdem, dass wenn wir hier Boden ein bisschen präparieren, dass wir hier Wurzelwachstum haben und die Wurzeln sich trotzdem in diese Festschichten etabliert haben. Teilweise kann man auch Regenwurmgänge sehen. Das zeigt also, dass diese Bodenschicht fest ist, aber trotzdem für die Wurzeln und Regenwürmer zum Überwinden möglich ist. Wenn wir hier uns die Seitenwand des Bodens angucken, dann können wir hier auch etwas die Wurzeln frei präparieren. Und wir sehen hier, dass die Wurzeln bis auf den Bearbeitungshorizont im Untergrund sehr gut gewurzelt haben, den Boden sehr gut durchwurzelt haben und damit natürlich auch positiv auf die Bodenstruktur Einfluss nehmen. Wir sehen, dass der Boden hier gut fällt. Und wenn wir mit dem Messer die Probe machen, ob wir in alle Schichten sehr gut reinkommen in den Boden und damit ermitteln können, wie der Boden strukturiert ist und ob wir hier im Oberboden lockere Bereiche haben, dann sehen wir, dass dies sehr gut möglich ist. Zusätzlich sehen wir, dass der Boden durchfeuchtet ist. In den letzten zwei Wochen hatten wir ungefähr an diesem Standort 40 mm Niederschlag. Dieser Niederschlag tut natürlich sein Bestes zur Bodenstruktur mit dazu. Ich habe das Bodenprofil schon mal ausgegraben. Hier sind in den letzten Tagen knapp 35 mm Regen reingegangen und wir sehen, dass der Boden sehr, sehr gut durchfeuchtet ist. Auch aus der unteren Bodenschicht ist mal eine Klute mit hochgekommen und wir sehen eben, dass sie sehr gut von Regenwurmgängen durchzogen ist und auch durchwurzelt ist. Und diese Durchwurzelung erstreckt sich über den gesamten Bearbeitungshorizont. Das heißt, die feinen Wurzeln sind im kompletten Krumenbereich vorhanden. Hier unten ganz deutlich zu sehen ist die Krumenbasis oder auch Flugsohle genannt. Die kann ich natürlich jetzt mit dem Spaten nicht durchstechen, aber wenn man mal darauf rumkratzt, sieht man ganz gut, dass da immer mal wieder Regenwurmgänge vorhanden sind und auch Feinwurzeln zu finden sind. Und wenn man sich mal so ein bisschen was hier raussticht, dann sieht man eben auch, dass diese Schicht durchwurzelbar ist und auch hier das Bodenleben aktiv ist. An sich zeigt sich der Boden eben in einer sehr guten Struktur und auch Ausgangsfeuchtigkeit für die nachfolgende Aussaat. Wie wir in den Videos gesehen haben, zeigt sich auf beiden Standorten die Bodenstruktur als sehr gut. Grundsätzlich ist es so, dass Getreide nicht die günstigste Vorfrucht ist, im Vergleich zu zum Beispiel Raps oder Leguminosen. Die Sommergare aus den letzten Jahren hat jedoch dafür gesorgt, dass auch in diesem Jahr auf vielen Standorten der Boden sehr gut zerfällt. Ob für die Grundbodenbearbeitung der Pflug oder der Grubber eingesetzt werden muss, bestimmt die folgende Kultur. Beim Anbau von Weizen nach Weizen sprechen vor allem hygienische Gründe für den Einsatz eines Pflugs. Bei einer nachfolgenden Gerste geht es darum, den Winterweizendurchwuchs zu verhindern. Nach der Ernte des Winterweizens haben die Niederschläge dafür gesorgt, dass man das Stroh sehr gut einarbeiten konnte und der Ausfallweizen sehr gut gekeimt ist. Diese Bedingungen sprechen in einigen Regionen dafür, dieses Jahr auch eine Mulchsaat durchzuführen. Mit deinen angesprochenen Punkten hast du vollkommen recht. Es gibt aber ja auch Standorte mit einer Gräserproblematik. Ist es dieses Jahr im Bestand zu einer Samenschüttung gekommen, dann sollte man zusehen, dass man zunächst möglichst flach arbeitet, um so viele Keimwellen wie möglich zu provozieren. Die Grundbodenbearbeitung sollte dann erst kurz vor der Aussaat erfolgen. Ist bereits ein sehr hohes Samenpotenzial im Boden vorhanden, dann gilt es, eine Scheinbestellung durchzuführen. Das heißt, die Flächen werden 3 bis 4 Wochen vor der eigentlichen Aussaat saatfertig gemacht und man kann die letzte aufgelaufene Gräserwelle dann noch abtöten.
Weitere Informationen zu diesem Thema, aber auch vielen weiteren, finden Sie auf www.hanse-agro.de. So, Wiebke, wir wollen jetzt erstmal noch eine Runde grubbern. Bis zum nächsten Mal.